die Top 5 Wünsche für den Elden Ring DLC. Nummer 5. Invasion mit mehr Spielern. Im Gegensatz zu der Dark Souls-Reihe ist der Invader ein armes Würstchen mit erheblichen Nachteilen in Elden Ring. Häufig 1 gegen 3 Situationen, unendliches Nachbeschwören von goldenen Babysittern und unbegrenztes Auftauchen von blauen Jägern. Zwar sind mit der Spötterzunge 2 vs 2 möglich, aber in normalen Invasionen sollte bei einem vierten Gegner auch ein zweiter Invader erscheinen dürfen. Generell wäre die Anpassung einiger Exploits zu Lasten des Invaders wichtig. Die goldene Regel besagt ja, um zu gewinnen, muss der Invasor 10-mal besser sein als ein Normalspieler. Nummer 4. Ein Schleifstein, um Intelligenz und Glaube auf eine Waffe zu packen. Im Basisspiel gibt es nur 2 echte Int-Faith-Waffen. Das schränkt diese Builds sehr ein. Schade, weil ansonsten coole Zauberkombos möglich wären, beziehungsweise noch mehr Vielfalt entstehen würde. Einfach den Stein im Scaling bisschen runterschrauben, damit es nicht OP ist. Oder einen Katalysator nehmen, der beides kann. Nummer 3. Ein Boss-Rush-Modus wie in Sekiro, wo man nacheinander gegen alle Bosse antritt. Feierlich wäre auch ein Feature wie in Jedi Fallen Order, wo man sich eigene Boss-Mischungen zusammenstellen kann für wilde Challenges. Zum Beispiel Malenia und das Godskin-Duo. Kriegsaschen mit alternativen Angriffen. Haltungen waren ein großes Ding in Dark Souls 3, aber in Elden Ring gibt es fast nur Leido und Duell. Mich ärgert immer noch, dass letzteres nicht auf Großschwertern verfügbar ist. Durch Haltung wird das Moveset erweitert und interaktiver für mehr Spaß durch Mix-Ups. Beide Stamps beispielsweise wären in einer Kriegsasche vereint viel besser. Lustigerweise gab es in DS3 sogar noch eine dritte Form davon. Und Nummer 1, Crossplay, um mit seinen Freunden auf anderen Plattformen zu spielen, hat nur Vorteile für den Multiplayer. Und bevor hier jemand rumheult, man kann es in allen Spielen einfach ausschalten, wenn man damit ein Problem hat. Deine Wünsche fürs DLC.